Endlich ist es soweit, das Rematch mit den Top 4 bei Let's Play Mormon steht endlich kurz bevor. Und hier ist mein neues Team, ich habe mir doch Lugia in meine Kampftruppe geholt. Und ich sehe gerade, ich habe gar nicht geheilt. Wie konnte ich das vergessen? Ja, ich habe Rey, Hikari und Lugia. Oh mein Gott, Lugia kann Spitznamen. Lugia kann Spitznamen. Egal. Hat Lugia ausnahmsweise keinen Spitznamen. Das war ja sowieso nur rein spontan. Also ich habe Yotsuba, Nodoka und Yami auf Level 60 und dann Rey, Hikari und Lugia auf Level 70. Müsste eigentlich ausreichen. Schnell nochmal heilen. Kann nicht sein, dass ich da ungeheilt reingehe. Schwester Joy, heile zum letzten Mal meine Mormon. Vielen Dank. Ja, ich habe auch mal schön meine Items sortiert. Also wirklich auch alles, was ich jetzt nicht mehr brauche, habe ich verkauft. Alle TMs weg, alle Hyperbälle weg, alles was am PC rumlag, weg. Jetzt geht es nur noch um eins. Ich und die Pokémon Liga. Das Rematch. Zuerst natürlich gegen Lorelei, die Eismeisterin. Und da setze ich zuerst. Ich kann Yami oder Rey nehmen, aber ich fange mit Yami an. Ich will ja nicht gleich schon zu Anfang meine ganzen Level 70er raushauen. Ja, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und ich bin zurückgekehrt von meinem kleinen Inselurlaub. Ja, wir wissen es. Keiner kann dich besiegen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Ich habe dich zwar schon zuvor besiegt, aber egal. Darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Haha, bist du bereit? Ja, bin ich. Ich habe mich gut vorbereitet. Glaub mir mal. Top 4, Lorelei möchte kämpfen. Okay. Und sie setzt Yurong zuerst ein. Auf Level 64. Respekt. Und ich benutze Schockwelle. Ich hoffe, das macht mindestens die Hälfte der HP weg. Ja, genau so ist gut. Nein, fang nicht so an. Ich hasse es, wenn die Gegner das tun. Setzt sie fünfmal Doppelteam miteinander ein, dann kann man sie gar nicht mehr treffen. Aber diesmal war das Glück auf meiner Seite. Sorry, Lorelei. So, was kommt als nächstes? Austoss. Okay, Austoss kriege ich auch gebacken. Der Sephiroth in der Muschel. Ich probiere einen Donner. Thunder. Komm, One-Hit-Death. Besieg ihn. Ja! Yami, du bist geil. Du bist so ein geiler Vogel. Und Lapras. Oh, da will ich lieber mal etwas kräftiger posen. Denn Lapras ist einfach nur ein Biest mit seiner verdammt hohen Verteidigung. Aber ich habe ihm Mewtwo Donnerblitz 2 gebracht. Da dürfte das kein Problem werden. Da-da-da. Nein, das kann doch nicht sein. Was, Surfer? Woho. Psychokinese. Mensch, Lorelei, das ist aber nicht gut, wenn du jetzt schon zu deinem stärksten Mormon greifen musst. Oha, Volltreffer. Genauso stelle ich mir das vor. Und Pillow-Swine, das war doch. Keifel. Nodoka. Keifel ist ja ein Bodentyp und das kriegen wir locker gebacken. Yeah. Und Nodoka hat endlich Stärke vergessen und Erdbeben erlernt. Aber hier brauchen wir den Surfer. Denn Bodentypen sind chancenlos gegenüber Wasserattacken. Naja, so ziemlich. Schüttel mich doch nicht so durch. Okay. Mache ich Regentanz. Dann haut der Surfer gleich mehr rein. Und ich kann zu Zapdos wechseln und ohne Bedenken Donner einsetzen. Oh ne, nicht erst wegen Surfer. Let's surf, Nodoka! Surf it up! Ja, perfekt!
Und als nächstes kommt Jinx. Hikari, das kochen wir jetzt mal volle Kanne weg. Naja, hier sieht Rosana ja gar nicht so schlimm aus. Verdammt, ich habe ja Ringtanz eingesetzt. Das hätte ich mir vielleicht mal früher überlegen sollen. Okay, Sunny Day. Ne, kein Liebeskuss. Kein liebeswerter Kuss. Ne. Okay, Flammenwurf. Wie geht daneben? Trifft diesen Kampf überhaupt mal irgendwas? Okay, Feuersturm. Yeah, burn, baby, burn. Und, hast du noch einen Murmeln? Nee, das war's. Lorelei ist besiegt. So sollte das aber nicht laufen. So ist es aber gelaufen. Zum bereits zweiten Mal. Du bist besser, als ich dachte. Geh weiter. Das war nur ein Vorgeschmack der Stärke der Pokémon-Liga. Ja, kommt schon. So viel habt ihr auch nicht getan. Und da ist Bruno. Ohne Hirn und mit viel Muskeln. Muss ich meine Murmeln schon aufpeppen. Mach. Naja, Nodoka will ich schon mal eine kleine Auffrischung geben. Okay, ich benutze da den Hyper Potion. Tschüpp, und wieder voll aufgeladen. So, dann, das war ja schon mal kein Problem bisher. Und Bruno ist der Nächste. Der kriegt im nächsten Video uns auf den Latz. Also, bis dann.